Ich möchte dir heute ein paar Informationen mitgeben, was du beachten solltest, wenn du dir ein Rig kaufen möchtest. Moinsinn! Die letzten Tage, also wirklich die letzten Tage, und das ist nicht mal übertrieben, also würde ich schon sagen, die letzten 2 Wochen, habe ich doch sehr viele Fragen bekommen und auch Gespräche geführt auf dem Sommerfest beim Simrace Shop, was ich mir denn jetzt für einen Rig kaufen soll und ob ich irgendwas empfehlen kann. Ich möchte gleich nochmal ganz kurz meine Philosophie zum Empfehlen euch rausgeben. Meine Philosophie ist die folgende. Ich empfehle grundsätzlich erstmal gar nichts. Das Einzige, was ich machen kann, ist hier das Maximale an Informationen rausgeben, was ich habe. Anhand dieser kannst du dann entscheiden, was für dich eventuell das Richtige sein könnte, beziehungsweise das Richtige sein wird. Und auch jetzt werden wir das genau so handhaben, denn wir unterhalten uns heute mal über Rigs, über Alu-Rigs. Denn ich persönlich habe mit anderen, ja, sag ich mal, Passformen beziehungsweise anderen Bauarten nicht wirklich sehr viel zu tun, weil ich seit Anfang an Alu-Rigs fahre. Und nun ist es so, dass die letzten 2, 3, fast 4 Jahre so viele Hersteller aus dem Boden gekommen sind, dass einige Menschen da draußen, glaube ich, etwas, ja, überfordert sind mit, was soll ich mir denn jetzt kaufen? Und genau da setzen wir heute mal an. Auf was solltest du achten, wenn du dir einen Alu-Rig kaufst? Preislich unterscheiden sich die meisten Alu-Rigs nicht wirklich sehr viel. Und da ist jetzt auch nämlich schon der Knackpunkt. Wenn du selber noch nie mit Alu-Profilen gearbeitet haben solltest, das ist einfach nur ein Einheitssystem, sowas wie einen Lego-Baukasten für, ja, ich sage mal, vielerlei Dinge. Ob es nun ein Aquarium ist, Regale, Tische, Alu-Rigs oder was auch immer manche Leute daraus bauen. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, was man damit alles machen kann. Das ist wirklich Lego. Das Ganze funktioniert super simpel. Das sind einfach aus Alu Schienen, in denen du Nutsteine reinstecken kannst und mit Hilfe von Schrauben dort allerhand Extrateile ranmachen kannst. Mit Winkeln kannst du das dann zu Rechtecken bauen und dann gibt es noch irgendwelche Schiebedinger, womit du dann Türen bauen kannst. Und das ist eigentlich im Grunde genommen Alu-Profil. Und anhand dieser Erklärung wirst du wahrscheinlich jetzt dir schon so denken, hä, aber dann kann ich ja, warum gibt es so viele Hersteller? Damit kann ich doch unglaublich viele Dinge selber machen. Das haben sehr viele Leute gemacht. Viele Menschen da draußen hatten keine Lust, sich vorgefertigte Bauteile zu holen von gewissen Herstellern und haben sich das Ganze alleine moduliert und sich die Teile gekauft und das zusammengebaut. Viele Leute haben das in Silber, andere Leute haben das in Schwarz, andere Leute haben das selber umlackiert. Also man kann damit wirklich machen, was man möchte. Da ist auch wirklich hier nirgendwo ein Limit, was du damit machen kannst. Du kannst super günstig bauen, du kannst sehr teuer bauen. Aber ich möchte dir die grundlegenden Eckdaten mitgeben, auf die du achten solltest. Worauf du definitiv beim Kauf achten solltest, ist der Nutentyp. Denn beispielsweise, ich habe hier einen Guest Rig von Next Level Racing, was unglaublich fantastisch ist und ich das sehr, sehr schön finde. Aber das Ding hat andere Nutensteine als das, was hinter mir steht. Das heißt, bei dem Typ von dem Alu-Profil solltest du darauf achten. Es gibt Typ I, Typ B, also es gibt Typ I, Typ B, dann gibt es kleinere Nuten, größere Nuten. In der Regel ist es so, dass das meistens dieselbe Größe ist. Bei Next Level Racing jetzt aber beispielsweise ist die Nut ein bisschen größer als die, die an diesem Rig dran ist. Das heißt, beim Einkauf solltest du definitiv darauf achten, was der Hersteller angegeben hat für die Nut. Denn daran musst du dich halten, wenn du später Nutensteine kaufen möchtest. Weil wenn ich jetzt beispielsweise Nutensteine, die wir quasi in diese Nut reinschieben, um dort Sachen reinzuschrauben, kriege ich die, die hier reingehen, nicht da rein und andersrum auch nicht. Das heißt, falls du dir irgendwann mal Ersatzteile kaufen solltest, beziehungsweise Anbauteile und du hast dir dann 100er Pack Nutensteine gekauft, klingt erstmal viel, die sind aber sehr schnell weg, dann wirst du feststellen, dass die da nicht reinpassen. Das ist schon mal das Erste, worauf du definitiv achten solltest beim Einkauf für nächste Anbauteile. Was definitiv auch sehr wichtig ist, beziehungsweise worauf du achten solltest, ist, ob du Anbauteile überhaupt ranbauen kannst. Es gibt den neumodischen Trend und ich habe keine Ahnung, warum es diesen Trend gibt, aber die Mittelkonsole, die hier dran ist, die quasi zwischen den unteren Teilen hochgeht, wo deine Lenkradannahme rankommt, die wird seit neuestem irgendwie schräg gebaut. Und zwar so und nicht mehr so. Ich verstehe das nicht. Das ergibt für mich keinen Sinn, denn diese schräg gebaute bringt so ein bisschen Probleme mit sich, weil da Anbauteile ranbauen ist nicht so geil, weil sagen wir jetzt einfach mal, du nimmst einen Winkel und die sind meistens so aufgebaut, dass sie nicht flach sind, sondern es gibt Winkel, wo immer noch so Nasen dran sind und die gehen in die Nut rein. Natürlich gibt es auch welche ohne. Die regulären, die nicht ganz so teuer sind, da könnt ihr mich gerne korrigieren.
die haben noch solche Nuten drin und die musst du dann aber abreißen und dann hält das auch wieder nicht richtig, weil nämlich die Winkel, die diese ja, Nasen dran haben, die befestigen sich da dran. Das heißt, der Winkel kann sich nicht wirklich bewegen. Das heißt also, wenn wir hier beispielsweise an eine gerade Stange Winkel ran machen, dann können die sich nicht bewegen. An den schrägen wiederum hast du wieder andere Winkel und die bewegen sich nicht. Und ich verstehe diesen Trend nicht. Vor allen Dingen ist es auch super unangenehm, wenn du unten in den Pedalraum rein möchtest und deine Wheelbase kommt einfach die ganze Zeit so schräg nach oben. Und da stößt man sich dann doch schon mal den Kopf. Also ich persönlich bin davon nicht so ein großer Fan. Wenn dich da draußen das nicht stören sollte oder du Wege gefunden hast, wie man das Ganze umgehen kann, dass man sich ständig die Rübe einschlägt oder dass dann man das Lenkrad irgendwie nicht hoch genug bekommt, dann sagt uns gerne mal Bescheid. Weil das ist nämlich auch oft ein kleines Problem, dass man das Lenkrad nicht hoch bekommt. Wenn du jetzt also größer bist und du hast nicht die Möglichkeit, alle Profile so hoch anzubauen, das heißt, du möchtest später irgendwann mal upgraden und nimmst dir einfach zwei gerade alle Profile und schraubst sie ran, ja, wie willst du denn das machen? Bei Next Level Racing beispielsweise hätte ich nicht die Möglichkeit, das zu machen, weil die Aluprofile sind durchbohrt. Das heißt, du schraubst deine Schrauben durch das Aluprofil in das andere Aluprofil rein. Und ich könnte die jetzt nicht einfach so mal tauschen und sagen, ich will jetzt ein gerades Aluprofil haben. Das heißt, wenn ihr euch ein Aluprofil kauft, das könnt ihr meistens auf den Screenshots sehen, müsst ihr mal ein bisschen ins Detail reinzoomen, ob die Sachen mit Verbindern gemacht werden oder direkt durchs Aluprofil geschraubt werden. Ich persönlich würde immer davon absehen, durchs Aluprofil zu schrauben, aus den Gründen, die ich euch jetzt eben gerade davor genannt habe. Worauf ich definitiv auch achten würde, wenn ich mir ein Aluprofil kaufe, ist, ob da Füße mit dabei sind, dass ich meinen Rig hoch und runter schrauben kann, weil der ein oder andere, ich hoffe, es gibt noch solche Menschen und dass ich nicht der einzige Mensch bin, der diese fantastische Idee hatte, seine Monitore zu hoch anzuschrauben, weil er sich gedacht hat, als er einen Zollstock angehalten hat, ja, das sieht eigentlich ganz okay aus. Wenn ich jetzt hier drinnen sitze, ist das ja eigentlich auch okay, aber nicht einberechnet habe, dass der Schalensitz nach hinten fällt und der Arsch dadurch runtergeht und somit auch der Kopf runtergeht und deine Monitore viel zu hoch sind, dass da Füße mit dabei sind. Ganz, ganz viele Hersteller haben unten drunter Füße. Die sind dann meistens so mit Stahl unten in die Aluprofile angeschraubt und dann hast du dort verstellbare Füße, dass du deinen Rig zumindest noch ein bisschen anheben kannst. Glücklicherweise, mein Rig hatte das. Ich musste meinen Rig tatsächlich 5 cm anheben, dass ich richtig sitze und auf der richtigen Höhe von dem Bildschirm bin. Denn falls ihr eventuell euch irgendwann mal dazu entscheiden solltet, einen Triple Screen zu kaufen und ihr habt jetzt nicht unbedingt 5 Freunde an der Hand, die Bildschirme bewegen können, ist das ein wirklicher Sackgang, das im Nachgang nochmal einzustellen. Da ist es wirklich einfacher, das Rig anzuheben und nicht die Monitore runterzulassen. Also da an dieser Stelle achtet darauf, dass ihr die Füße habt. Wenn ihr jetzt richtig fancy seid und ich sag euch, ihr werdet mit einem Rig niemals fertig sein. Und ich gehe fast davon aus, dass das sehr, sehr viele Leute bestätigen werden, dass man immer irgendwas baut. Und immer irgendwas bauen bedeutet auch immer, ich muss mich in den Fußraum reinwürgen. Und wenn ihr jetzt ungefähr meine Statur habt, ist das nicht so geil, sich in den Fußraum reinzuwürgen, weil es ist sehr eng und man hat nicht so viel Platz. Und wenn man klug ist, dann macht man sich dort Schwerlastrollen drunter. Und es gibt mittlerweile auch so schöne Rollen, die kann man runterdrücken. Das heißt, die kannst du hochfahren, sodass es auf die Füße raufgeht. Und dann kannst du die runterdrücken, dann hebt sich das Rig an und dann kannst du es rausfahren. Und da würde ich euch wirklich ans Herz legen, für die Zukunft, wenn ihr wirklich ambitioniert seid und ihr habt richtig Bock, macht das lieber vorher. Weil auch wenn ihr große Schränke seid und ihr macht irgendwie Kniebeuge mit 400 Kilo auf dem Rücken, ich glaube, das wäre sogar fast Weltrekord, oder? Nee, das ist, wird wahrscheinlich mehr sein. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ist das irgendwann nicht mehr geil, einfach rauszutragen. Und wenn ihr denn noch solche Intelligenzverweigerer seid wie meine Wenigkeit und euch sagt, ja Mensch, ich lege mir noch so eine Anti-Rutschmatte unten drunter, dass das auch alles schön sich nicht bewegt, dann wird es noch interessanter, weil hebt man den Rig an, wenn du dich in der Mitte stellen musst, dass hinten und vorne gleichzeitig angehoben wird, ohne dass die Matte sich verschiebt. Macht das nicht. Also achtet darauf, dass ihr euch Füße holen könnt und dass ihr euch optional auch noch Rollen ranbaut, dass ihr es rausschieben könnt, wenn ihr bauen müsst. Weil sonst wird es irgendwann wirklich ein Sackgang und dann baut man irgendwann nicht mehr an dem Rig rum. Und das wäre wirklich schade, weil es eins der schönsten Sachen ist, ständig sein Rig umzubauen. Und das ist nicht mal eine Lüge. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Wenn ihr euch einen Rig kaufen solltet, würde ich auch darauf achten, dass euer Monitor nicht an eurem Rig befestigt ist. Ich würde fast behaupten, da streiten sich sehr viele Leute drum. Es gibt einige Menschen, die fahren die Ultra-Wide-Bildschirme und die haben sie direkt ans Rig rangeschraubt.
Ich persönlich wäre davon nicht so ein großer Fan, wenn man nämlich irgendwann anfängt, mit ein bisschen mehr Force Feedback zu fahren und innen drinne an der Lenkradannahme bewegen sich die alle Profile. Was auf kurz oder lang passieren wird, je mehr man Force Feedback fährt, dann bewegt sich immer der Bildschirm mit. Ich habe das auch schon ausprobiert und bin auch auf Messen beziehungsweise auch schon in Läden gefahren und das war wirklich nicht so angenehm, wenn ständig der Monitor am Wackeln ist. Also ich persönlich würde mir einen eigenen Monitorstand kaufen. Und ich sag mal so, den kann man sich wirklich ziemlich simpel auch selber bauen. Wenn man jetzt einen Single-Screen fährt, dann holt man sich Füße, zwei nach oben, ein Querbalken, vielleicht noch einen zweiten, wenn man es sehr stabil haben möchte, eine Weserhalterung ran und fertig ist der Bums. Man kann sich jetzt natürlich auch so wie meine Wenigkeit, ich habe jetzt hier den großen von Next Level Racing für 4 Bildschirme oder hier drüben von GSE habe ich auch noch einen für 4 Bildschirme. Das kann man auch machen, wenn man keine Lust hat, die zu konstruieren beziehungsweise sich selber ein System auszudenken. Und dann kann man sich das auch ranbauen. Aber ich würde wirklich immer gucken, dass der Bildschirm nicht am Rig dran ist, wenn man irgendwann mal mit ein bisschen mehr Force Feedback fahren möchte. Ich sage jetzt extra nochmal, das ist bei mehr Force Feedback. Ne? Wenn es jetzt, wenn ihr gediegen so 8, 9 Newtonmeter fahrt, wird das wahrscheinlich noch gehen, aber dieses ganze Geflacker ist kacke und bringt euch irgendwann vielleicht auch dazu, wenn ihr dazu empfindlich seid, ein bisschen zu Motion Sickness und dann könnt ihr das Hobby vielleicht dadurch nicht wirklich genießen. Was ich euch auf jeden Fall auch noch mit auf den Weg geben möchte und das ist so ein, ja, ich sag mal, das musste ich durch eine sehr harte Schule lernen, falls, und das ist jetzt wirklich so ein Falls, falls ihr irgendwann mal euch sagt so, Mensch, jetzt hätte ich Bock auf Buttkicker, besorgt euch gleich entkoppelte Füße. Entkoppelte Füße gibt es bei mir auf der Homepage, kann man sich das angucken. Gibt es Eloflex, die kriegt man auch im Simbrace Shop. Das sind Füße, die schraubt man sich unten drunter. Das sind Industriestandard. So ein kleines Ding für die Zukunft noch. Schaut doch mal, dass ihr euch auch entkoppelte Füße besorgt. Weil es gibt so den einen oder anderen, der schon mal gesagt hat, dass er Probleme mit seinen Nachbarn hat, weil er so gerüttelt hat. Das rüttelt irgendwann schon ziemlich doll. Und Eloflex Füße, die habe ich jetzt auch bei mir dran, die kriegt ihr im Simrace Shop. Schöne Grüße gehen da nochmal raus an die netten Menschen, die mich darauf hingewiesen haben. Besorgt euch die lieber gleich von Anfang an. Also ich habe schon wirklich viel ausprobiert und rumgemehrt und 3 Schichten Anti-Rutschmatten und Absorbiermatten drunter gebaut. Das ist alles Kokolores, weil das wackelt nachher alles. Und wenn du Pech hast, fällt das irgendwann runter. Also im Laufe der Zeit, sage ich extra nochmal, guckt, dass ihr euch solche Füße besorgt. Muss nicht unbedingt Eloflex sein, gibt es ja auch andere, dass ihr euch so ein bisschen vom Boden entkoppelt. Da gibt es auch noch andere Systeme, die ihr euch anschauen könnt. Da findet ihr auch sehr viel in Foren, wo ihr euch das durchlesen könnt. Beziehungsweise, wo ihr euch das aneignen könnt, das Wissen, was ihr dazu benötigt, um das unten drunter zu schrauben, weil das funktioniert ziemlich simpel, wie ich vorhin schon gesagt habe, am Anfang des Videos, das ist alles einheitliches Zeug. Kaufst du einen M8 Nutenstein, geht dann eine M8 Gewindestange rein, also brauchst du einen M8 Fuß und dann kannst du die Gewindestange in den Nutenstein reindrehen, Fuß unten drunter und fertig ist das Ganze. Das ist wirklich kein Hexenwerk und auch wenn man nicht handwerklich begabt ist, es ist am Ende wirklich wie Lego, nur dass wir nicht die Steine zusammendrücken, sondern wir schrauben die Steine zusammen. Also für die Leute da draußen, die jetzt erwartet haben, dass ich euch sehr viele Shops nenne, beziehungsweise irgendwelche Typen an Rigs, die ich schon ausprobiert habe, das habe ich in der Tat schon gemacht. Aber ich sage euch, achtet einfach auf die Feature, achtet auf das, was ich euch gerade gesagt habe, und dann werdet ihr an der Stelle auch fündig werden. Ich werde jetzt trotzdem euch 2, 3 Namen in den Raum schmeißen, weil ich weiß, dass die Hersteller die ganzen Informationen beispielsweise aufgelistet haben und ihr euch diesbezüglich dort mal umschauen könnt. Es ist einmal Track Racer, dann könnt ihr euch auch umschauen bei Simlab, Next Level Racing und dann habt ihr Track an sich noch TREQ. Das sind alles Hersteller, wo ihr alle Profile kaufen könnt. Sie haben alle 4 unterschiedliche Systeme und unterschiedliche Umsetzungen. Aber die Informationen, die ihr braucht, um euch in das Thema ein bisschen reinzufuchsen, und das würde ich euch wirklich empfehlen, euch dort ein bisschen einzulesen bzw. reinzugucken. Ansonsten könntet ihr euch auch einfach ein Komplett-Rig kaufen, was mittlerweile auch schon angeboten wird, wo du sagst, ich hätte gern das und das. Die bauen das zusammen und bringen das zu dir nach Hause. Aber die meisten Leute möchten natürlich für diesen Service nicht unbedingt so viel Geld ausgeben. Das heißt, lest ein bisschen, schaut euch das ein bisschen an, schaut euch die Fotos an.
geht in den Discord beispielsweise bei uns. Da könnt ihr euch auch nochmal die Erfahrung einholen. Und jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn wir wie immer unter so einem Video einen riesen Haufen an Wissen geballt unten in die Kommentare hauen können, dass falls jemand später nochmal nachkommt und wirklich bei dem Thema Probleme hat, sich alles durchlesen kann und nicht irgendwie noch 30 Mal bei Google suchen muss, was er im Anschluss immer noch machen kann, aber hier schon mal einen groben Eindruck kriegt. Vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Hau doch mal einen Daumen hoch oder runter drauf als Feedback. Wir sehen uns demnächst im Livestream. Findet von Mittwoch bis Sonntag ab 16 Uhr statt. Oder wir sehen uns bei Instagram oder im Discord. Lass es dir gut gehen. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Kakao.